Und nun kommen wir zur Absatzformatierung, das heißt also zu den Abständen und zur Ausrichtung der Textblöcke. Du siehst, diese Texte sind sehr kompakt und entsprechen wahrscheinlich nicht gut leserlich. Wir machen sie etwas luftiger und vor allem setzen wir die Titel etwas ab. Um einen Absatz zu formatieren, markierst du ihn mit der gedrückten Maustaste. Diesen Titel müssen wir mit einem einfachen Zeilenabstand formatieren. Nun, da müssen wir gar nichts ändern. Das ist nämlich die Standardeinstellung von Word. Das heißt nichts anderes, als dass der Zeilenabstand gleich groß ist wie die Schriftgröße, in diesem Fall 14 Punkt. Der Absatzabstand vor dem Titel soll 12 Punkt sein, nach dem Titel 8 Punkt. Das lösen wir über dieses Eingabefeld, also 12 vorher, 8 schreibe ich manuell rein. Falls dieses Eingabefeld bei dir nicht vorhanden sein sollte, so kannst du es über Menübandeinstellungen hier aktivieren. Der Text, der soll linksbündig sein. Nun, das ist schon eingestellt, das heißt, auf der linken Seite sind die Zeilen untereinander ausgerichtet, während sie auf der rechten Seite flattern. Das wird tatsächlich so genannt und man redet dann eben auch von Flattersatz. Der Zeilenabstand soll 1,5 betragen, also das 1,5-fache. Das wählt man über dieses Symbol hier, 1,5. Die generelle Regel ist, dass der Zeilenabstand mindestens 120% der Schriftgröße betragen soll. Bei einer 10-Punkt-Schrift müsste man also mindestens einen Abstand von 12 Punkt wählen. Je kleiner die Schrift, desto größer soll er sogar gewählt werden. Und der Abstand nach einem Absatz, der soll auf 6 erhöht werden. Beim zweiten Absatz machen wir den Titel wiederum etwas abgehoben. Vorher 12, nachher 6. Der Zeilenabstand, der bleibt ebenfalls einfach. Das mit dieser Rahmenlinie, das wird dir in einem folgenden Film dann gezeigt. Der Text, der soll Blocksatz sein. Blocksatz heißt nichts anderes, als dass der Text links und rechts ausgerichtet wird. Das wird über dieses Symbol hier gemacht, Blocksatz. Das heißt, die einzelnen Zeilen werden also so gedehnt, dass sie rechts und links untereinander ausgerichtet sind. Word muss also die Zeilen zum Teil etwas dehnen und entsprechend eben auch die Wortabstände etwas dehnen. Und manchmal kommt das zu hässlichen Lücken, vor allem dann, wenn sehr lange Wörter im Text vorhanden sind. Und deshalb empfehle ich dir bei Blocksatz immer die Silbentrennung zu aktivieren. Extra Silbentrennung, automatische Silbentrennung. Und so hat Word eben die Möglichkeit, kleinere Wortschnipsel zu nehmen, um eben ein ausgewogeneres Schriftbild zu gewährleisten. Hier soll nun der Zeilenabstand das 1,4-fache der Schriftgröße betragen. Das können wir nicht direkt eingeben, aber über die Zeilenabstandsoptionen haben wir die Möglichkeit, das manuell einzugeben. Mehrfach und hier schreiben wir 1,4. Wenn wir gleich dabei sind, es wird nämlich verlangt, dass, und hier muss ich ein bisschen noch drüben rutschen, dass immer die erste Zeile um 0,4 cm eingerückt wird. Das wird über dieses Feld extra erste Zeile 0,4 bzw. 0,4 eingegeben und du siehst, was passiert. Die Absätze werden markiert durch das, dass eben immer die erste Zeile eingerückt ist und zusätzlich haben wir eben hier jetzt den Abstand der Zeilen noch etwas erweitert, damit es luftiger wird. Im letzten Abschnitt ist wiederum der Titel abgehoben,
12 und 8. Der Text, der soll einen Zeilenabstand von 14 Punkt haben. Das ist jetzt also eine absolute Größe. Auch das lösen wir wieder über die Zeilenabstandsoptionen. Und hier wählen wir genau und statt 12 Punkt eben 14 Punkt. Außerdem soll dieser Text zentriert werden. Das ist dieses Symbol hier. Nun, das ist ja nur eine Übung, sehr unleserlich, dieser zentrierte Text wird meist gebraucht für Gedichte oder Songtexte. In diesem Fall von einem Artikel ist er absolut ungeeignet. Aber das ist ja auch nur eine Übung. Als letztes noch, jeweils nach einem Absatz, ein Abstand von 6 Punkt. Und damit sind wir nun fertig und alle Absätze sind so formatiert, wie es vorgegeben wurde.